Der! Let's plunder! Ja, ich gehe gleich wieder die Sachen mit Torres an, aber auf dem Weg, wo mir schon mal diese Goldtruhe hier entgegenwinkt. Muss ich die Gelegenheit doch beim Shop ergreifen. Hopp. Hopp, hopp. Na? Ach guck, hier kann ich hoch. Ich dachte schon, ich müsste da wieder rechts rüber irgendwie, aber... Hey! Anscheinend kann ich zumindest hier rechts rüber. Das wollte ich endlich nicht. Und hier macht er auch nichts. Warum ist so 100%ig auch wieder einer drauf? Oder ne, ich sehe eigentlich keinen. Da drüben ist halt einer und hier kommt so einer in die Richtung. Ja, was mache ich hier? Da drüben guckt einer, der guckt aber auch die ganze Zeit da rum. Schau, wie es aussieht. Schöner Dropkick. Nein, Mann. Naja. So, ich glaube, damit haben wir hier oben den Wall gecleared. Hä? Können wir jetzt? Verzeihung. Bam, genau das tun. Das war's, Torres. Scheiße. Das wieder, hä? El Tiburon eliminieren. Und wenn ich dich erschieße? Aua. Oh, der haut ganz schön rein. Oh, die schießen alle auf mich, das ist ja... Im Übrigen reagiert er natürlich mal wieder nicht, wenn ich sage, Konton! So, machen wir erst das Kleinvieh weg. Ach, das wird einfach gerespawnt, ne? Ey! Meine Güte. Ja, hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich greife ihn an, ich krieg Schaden. Ich kontere, ich krieg Schaden.
Und wenn ich dich erschieße? Ja, das war ja mein Plan, aber es hat ja nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. So. Ich nehme natürlich auch Schaden, wenn ich sage, Verteidigung durchbrechen. Das haut er mir nämlich auch eine rein. Genau wie so halt, ne? Ich kann auch kein cooles Kontermanöver machen, weil er beim Konter einfach nur zurückspringt. Ich habe jetzt keine geladenen Pistolen mehr, also keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. So, da ist er natürlich immun gegen. Da reagiert er auch nicht drauf. Verteidigung durchbrechen, er haut mir in die Fresse. Ich habe leider das Gefühl, dass ich einfach keine Ahnung habe, dass ich hier eine bestimmte Strategie brauche, aber absolut keine Ahnung habe, wie die aussieht. Weil das ist, diese Pfeile sind ihm natürlich vollkommen egal. Aus dem Kampf lief. Jetzt bewegt er sich nicht mal mehr. Achso. Never mind, ich habe die falsche Taste gedrückt. So, jetzt nochmal in Ruhe. Nicht gegen irgendwelche Wände rennen. Lass das. Das hat nichts gemacht. Es mio, no escapará. Ach, natürlich ist der, geht der Berserker-Typ auch erst auf mich los und nicht auf. Okay, ich bin gerade etwas frustriert, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich den besiegen soll. Weil egal, was ich mache, er kontert es und ich kriege dabei Schaden. Das heißt, das erste Mal in diesem Spiel werde ich jetzt tatsächlich schummeln. Ich mache kurz Pause und suche mir eine Lösung raus. Weil das ist gerade echt nur nervig. Naja. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So kann ich dich nicht treffen. So, ich habe mal gegoogelt. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Und die Taktik, die hier vorgeschlagen wird, ist nämlich folgende.
Ich muss mich einfach vor den Bösewichtern verstecken. Weg. Och. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Was natürlich umso besser geht. Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugeln. Ja, ich soll den erschießen, ich hab's verstanden. Ich soll mich halt vor dem verstecken. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Nein, der hat mich doch gar nicht rein da. Wieso? Ich werde doch nicht beobachtet. Und wenn ich dich erschieße? Warum versteckt er sich nicht einfach in dieser Scheiß... So kann ich dich nicht treffen. Ich versuche mich gerade vor dem zu verstecken. Hör auf zu reden. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Ah, der ist zu weit weg vom... Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Zu weit weg voran, dass er sich so einen Hinterhaltsangriff auf ihn hätte machen können. Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugel. Entfernung zum Ziel vor ernsthaft. So. Okay, aber soweit scheint das zu funktionieren. Also wenn ich mir angucke, wie viel Lebensenergie er jetzt schon verloren hat. Diese letzte reguläre Wache töte ich übrigens deswegen nicht, weil dann sofort neue spawnen. Und so muss ich mich nur um den einen kümmern. Richtung. Kann ich wenigstens mal markieren eigentlich? Ja, danke schön. Und wieder in Deckung. Debería haberlo pensado mejor. Hehe. Okay, ich glaube, ich habe eine Taktik gefunden, die funktioniert. Ich kann den El Tiburon doch markieren. Was heißt Tiburon eigentlich? Das hätte ich gerade mal mitgoogeln können eigentlich.
Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Na dann! Ist außerhalb von meiner Assassinenreichweite. Da, vier. Okay. Ich verstehe es nicht mehr. Warum wurde ich jetzt entdeckt? Und warum klettere ich auf den Scheißbrunnen drauf? Das ist doch. Ich saß nur in diesem scheiß Heuhaufen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo das Gebiet endet. Ich stehe irgendwo auf der Karte. Oh, das ist ein großes Gebiet. Versuchen wir es hier vielleicht nochmal. Was definiert er denn jetzt bitte als... Leck mich doch fett! Ich würde echt gern wissen, was er als das... Okay, das war anscheinend das Gebiet. Dann werde ich jetzt mal anonym. Leider bin ich gerade immer noch beobachtet. Naja, das bringt hier nichts. Ich weiß nicht, wo er gerade hinklettert. Ich sehe es nämlich nicht. Aua! Ja, ich will ja anonym werden. Leider sind gerade ungefähr 10 Milliarden Leute hinter mir her. Pass auf, ich werde einfach anonym. Indem ich alle Leute umbringe, die hinter mir her sind. Komm schon. Ach, da kommen immer neue. Ja gut. Springen wir ins Wasser oder sowas. Mal schauen. Blanco,
können wir doch nicht einfach so ein Spiel hier hinsetzen? So eine Spielsequenz, wo ich nicht... Ja, klar, klettert nochmal drauf, kein Ding. Wo nicht die Lösung ist, dass ich einfach alles umbringe. So, jetzt bin ich soweit anonym. Immerhin, jetzt muss ich nur noch das Assassinenbüro erreichen. Hier ist immer noch alles rot. Das heißt, ich werde wahrscheinlich immer noch... Wo ist es denn? Es ist nicht auf meiner Karte markiert. Was soll das? Naja, wisst ihr was? Das Assassinenbüro, das suchen wir dann einfach in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, ob es dann zum großen Finale kommt. Ich habe ja schon seit einiger Zeit das Gefühl. Aber irgendwie geht's und geht's nicht vorbei. Was ich eigentlich cool finde. weil ich rage hier zwar viel rum, aber das macht mir wirklich enorm viel Spaß, das Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Winde. Tschüss.